Auf der Intensivstation kämpft Dr. Charlotte Engel um das Leben eines Metal-Gitarristen. Die Extrasystolen hat er weiterhin, ne? Mädels, wir müssen richtig gut aufpassen. Er ist schon reanimiert worden mit Kammerflimmern, ne? Ist dann Gott sei Dank schnell wiedergekommen, aber hier. Ja. Von Herrn Otzen gekommen. Ah, ich komme mal eben raus. Ah. Ja. Herr Ott kam zu uns, nachdem er reanimationspflichtig geworden ist, auf einem Festival. Unklar war, warum er reanimationspflichtig geworden ist. Wir haben ihn auf die Intensivstation aufgenommen. Er hatte Herzrhythmusstörungen und dem mussten wir natürlich schnellstmöglich auf den Grund gehen. Wir sind ja, die Eltern. Sind die Eltern. Ja. Wissen Sie denn schon, was passiert ist? Ja, ich weiß jetzt gar nichts. Ich möchte jetzt erstmal zu meinem Jungen gehen. Warten Sie ganz kurz. Also es ist so, dass er auf einem Festival war und dort einen Unfall hatte, gestürzt ist und tatsächlich sogar wiederbelebt werden musste. Also der Notarzt hat ihn vor Ort wiederbelebt. Er war nicht so lange weg, aber er ist bei uns jetzt auf Intensivstation. Wir wissen überhaupt keine Ursache. Es ist natürlich so, dass es jetzt schon hier lebensgefährlich ist, ne? Er ist hier gut versorgt, wir kriegen alles mit, was jetzt passiert. Aber wir haben noch gar keinen Indiz, warum er Kammerflimmern, also warum er reanimiert werden musste. Hat er irgendwelche Vorerkrankungen, irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Er spielt jetzt in so einer Rockband. Deswegen war er ja jetzt auch unterwegs auf so einem Festival. Wollen Sie denn jetzt mal zu Ihrem Sohn rein? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Ich bleib mal draußen. Willst du nicht mit rein? Okay. Es muss einen Grund geben, warum ein junger, gesunder Mann plötzlich reanimationspflichtig wird. Oft stecken gerade in der Branche, in der er sich bewegt, auch Drogen- oder Alkoholmissbrauch dahinter. Aber es gibt eben auch Erbkrankheiten und teilweise auch Gefahren, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wie es auch in unserem Fall war. Also uns wurde gesagt, also wir haben hier irgendwie Rußspuren und einige Schürfwunden. Ja, an der anderen Hand auch. Ach, guck mal hier. Und guck mal, die Fingerkuppeln sind ganz schön abgenutzt hier und eine Brandblase. Ja, das kommt wahrscheinlich, wie gesagt, er spielt ja jetzt extrem in so einer Band und er ist ja der Gitarrist. Ah, okay. Ach ja, hier ist er draufgefallen auf die linke Schulter, ne? Da konnten wir aber eine Fraktur ausschließen. Ja. Hier ist ein ordentlicher, dicker, blauer Fleck. Aber was ich noch nicht verstehe, er hat hier im Schulter-Rückenbereich Verbrennungen. Können Sie da irgendwie sich das erklären? Die machen ja diese Musik und machen da mit Spezialeffekten. So Pyrotechnik oder ja, was? Ja, genau. Okay. Und eigentlich gefällt uns das ganz und gar nicht, aber ich will dann auch immer gerne, dass sie da einen freien Oberkörper und dementsprechend ist das natürlich mit dem Feuer und ist das natürlich gefährlich. Bei näherer Betrachtung zeigten sich einige Wunden aus dem Brandbereich. Für uns war erstmal unklar, woher die stammen. Die Mutter konnte das dann aufklären. Aber im Verlauf zeigte sich, dass diese Wunden noch eine ganz andere Rolle spielen sollten. Was mich halt beunruhigt ist, wir wissen noch gar nicht, was passiert ist, also warum es letztendlich zu dieser Wiederbelebung kam. Ich werde mir jetzt gleich das Herz angucken, den Bauch, Urin, Blut und alles, aber ich muss Sie auch einmal fragen, in der Branche ist es ja nicht ganz unüblich, nimmt Ihr Sohn Drogen, Aufputschmittel, irgendwas? Ich habe es gewusst, diese Musik, die Leute, dass da Drogen genommen wird und Alkohol. Das wissen wir doch gar nicht. Du kennst doch unseren Sohn. Ja, er hat Lennart studiert, ist super, Abitur und alles super und dann sowas. Ja. Ich würde Sie einfach bitten, weil Ihr Sohn braucht Sie auch, Sie müssen auch stabil bleiben. Gehen Sie jetzt bitte mal einen Kaffee trinken oder ein paar Schritte mal spazieren, dass wir in Ruhe uns hier kümmern können, sobald wir was Neues wissen. Und was Sie vielleicht auch noch machen können, wenn Sie jetzt ein bisschen rausgehen, einmal mit den Bandkollegen sprechen. Vielleicht wissen die noch irgendwas, vielleicht gibt es da für uns einen Hinweis, ne? Weil sonst suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Ja? Auf jeden Fall. Okay. Die kralle ich mir gleich. Julian, bringst du die einmal raus? So, und ich gehe zu Ihrem Sohn wieder rein, ne? Ja, vielen Dank, Frau Doktor. Als ich die Eltern auf mögliche Drogen ansprach, reagierten sie so, dass sie das eigentlich ihrem Sohn nicht zutrauten. Ich merkte aber, dass der Vater sowieso mit der ganzen Situation, dass der Sohn in der Band spielt, offensichtlich ein Problem hat und das zeigte sich auch weiter im Verlauf. Anscheinend kam es zwischen Vater und Sohn vor dem Rockfestival zu einem Vorfall, der den 50-Jährigen sehr belastet, über den er aber nicht sprechen möchte. Doch dann verschlechtert sich unerwartet der Zustand seines Jungen, als der Versicherungskaufmann mit seiner Frau aus der Cafeteria zurückkehrt. Ja, also wir haben mit den Bandmitgliedern gesprochen, also Drogen können wir ausschließen. Ja, das sagen die.
klar, dass Sie da sagen, dass Sie nichts genommen haben. Stefan. Ja, ist doch wahr. Ja, also, ne, die... Ich war gerade im Gespräch mit den Eltern, als die Schwestern mich riefen mit dem Wort Reha-Alarm. Das heißt bei uns, ein Mensch muss wiederbelebt werden. Deshalb habe ich den Notfallwagen mit reingenommen und wir haben schnellstmöglich ein Kammerflimmern diagnostiziert und den Patienten geschockt. Okay, bleibt gerade. Ja, Kammerflimmern, alles klar. Kammerflimmern. Okay. Ja, Ambubeutel brauchen wir. 11, 12, 8, 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 8
Ja, also wir machen das gleich so. Wir müssen sie einmal auch komplett ausziehen gleich. Also hier sehe ich ja schon Eintrittsmale von dem Strom. Ne? Das heißt, ich bin ganz froh, dass sie nicht bewusstlos waren. Das, was wir aber jetzt hier laut Leitlinie machen, ist, wir schließen sie hier an den Monitor weiterhin an und gucken mindestens 24 Stunden, dass ihr Herz trotzdem im richtigen Rhythmus schlägt. Ja, mhm. Das ist das, was wir hier machen. Sie sagen, Sie waren auf diesem Python-Festival. Spielen Sie denn da auch in der Band? Ja, also ich spiele bei Elbenkiller. Okay, und kennen Sie zufällig den Herrn Ott? Ja, von Hayden Anger. Das ist diese Studenten-Bubi-Band da, die ist, können Sie vergessen. Die haben am Vortag gespielt, die wollen jetzt anscheinend studieren gehen oder so, keine Ahnung. Aber die haben es nicht drauf, sie sollten mal zu uns auf ein Konzert kommen. So, das okay. In erster Linie bleiben wir jetzt erstmal hier, aber ja, da könnte man ja dann einfach mal... Ja. Bei Herrn Donhauser waren die Strommarken sehr eindrücklich und deutlich zu sehen und er berichtete über den desolaten elektrischen Zustand des Festivals. Das brachte mich natürlich auf die Idee, dass der Stromschlag auch bei Herrn Ott eine wesentliche Rolle gespielt hat. So, wenn was okay. ist, schellen Sie, du ziehst ihn bitte gleich um. Dann gucken wir uns noch mal an, ob wirklich sonst alles in Ordnung ist. Ist das auch mit? Ja. Okay, wunderbar. Gut. Ich bleib noch ein Momentchen hier später, bei Ihnen. Herr Donhauser. Ja, bis später. So, genau. Während sich der zweite Musiker in guten Händen befindet, erfährt die Ärztin weitere überraschende Details über die Ereignisse auf dem Festival. Denn als sich die Eltern von Patient Lennart nach ihrem Sohn erkundigen, kommt ein junger Medizinstudent hinzu, der wohl mit den Vorfällen zu tun hat. So, ich kann Sie erstmal beruhigen. Die Nacht war soweit ruhig, ne? Sonst hätte ich natürlich ja auch angerufen. Und wir können gleich zu Ihrem Sohn. Ich habe da auch eine neue Info bekommen, die wahrscheinlich uns weiterbringen wird. Ne? Konnten Sie sich denn ein bisschen auch beruhigen und ein bisschen schlafen? So gut es ging. Also, das ist aber ein bekanntes Gesicht, oder? Aha, Maximilian, na, wie geht's? Ja, gut. Ja, mir auch. Du warst doch Formulant bei uns, ne? Ja. Ja. Dann kam Maximilian, ein ehemaliger Formulant. In der Medizin nennt man die vierwöchigen Praktika während des Medizinstudiums Formulaturen. Und vor einigen Wochen hat Maximilian bei uns 4 Wochen hier gearbeitet. Deswegen war er für mich ein bekanntes Gesicht und brachte uns ja, einen weiteren Hinweis. Ja, was machst du hier? Ja, ich bin Mitglied in der Band von dem Sohn, von Lennart. Ach, Hate and Anger. Steht auch auf dem T-Shirt. Ja. Ah, ja. Ja. Ich wollte gucken, wie es ihm geht. Ich habe ihn als das passiert ist, habe ich ihn reanimiert. Ach, du hast ihm das Leben gerettet? Ja, also toll. So gut ich konnte. Ja, super gemacht. Gut gemacht, hast Erfolg gehabt. Du spielst Schlagzeug in der Band meines Sohnes und studierst. Ja, das geht. Natürlich hat das Studium Vorrang, aber ist halt ein Hobby. Kann man auf jeden Fall auch zusammen machen. Okay, danke schön nochmal. Vielen, vielen Dank. Vater Stefan vermag die Ausführungen von Schlagzeuger Max anscheinend kaum zu glauben. Ob der 50-Jährige seine heftige Ablehnung gegen Lennarts Band doch noch aufgibt und was genau bei dessen Unfall passiert ist, klärt sich hoffentlich am Krankenbett seines soeben erwachten Sohnes. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Langsam wird's besser, aber noch ein paar Schmerzen. Herr Ott, was ist das Letzte, an was Sie sich erinnern können? Ich glaube, das muss dieses Gitarrensolo gewesen sein, was ich gespielt habe. Und ich glaube, dann hatte ich irgendwie noch vor, auf diese Traversen zu klettern und dann weiß ich nicht genau, was passiert ist. Ja. Dann sind Sie auf jeden Fall gestürzt, auch auf Ihre linke Schulter, sind bei uns gelandet und mussten reanimiert werden. Okay, ja, das heißt, zweimal sogar. Einmal vor Ort, noch auf der Bühne beim Festival vom Notarzt und ihrem Schlagzeuger, der war gerade hier, der Maximilian, genau. Der hat lustigerweise bei uns hier vor kurzem ein Praktikum gemacht. Aber der Maximilian, der studiert? Ja. Ich hab dir doch gesagt, Papa, der Max, der studiert jetzt schon echt lange Medizin und ist auch echt erfolgreich. Und die anderen beiden studieren Jura und ja, ich halt mit meinem BWL-Studium. Also mir tut das echt total leid, was da zwischen uns passiert ist. Herr Ott war sich gar nicht so im Klaren darüber, dass die Bandkollegen von Lennart alle studieren, Jura und Medizin. Und dann hat man das quasi wirklich sehen können, dass ihm da so ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und daraufhin hat er sich dann natürlich auch bei seinem Sohn entschuldigt und er war durchaus sehr erleichtert.
Ja, also wir haben einen neuen Patienten, den wir hier überwachen aufgrund eines Stromschlags. Ne? Da haben wir also Strommarken gesehen und wissen, da ist also durch den Körper der Strom geflossen. Der ist bei uns, weil wir ihn mindestens 24 Stunden jetzt beobachten müssen, weil nach so einem Stromschlag kommt es recht häufig zu Herzrhythmusstörungen und zu Komplikationen. Mhm. Und ich glaube, dass durch diese Schürfwunden und diese leichten Verbrennungen, sowohl hier an dem Schulterbereich, die wir jetzt verbunden haben, als auch hier im Handbereich, sind wahrscheinlich die Strommarken verbrannt. Das heißt, wir konnten sie nicht sehen. Ja, aber es würde alles passen. Ja. Ich glaube, das wird jetzt alles besser und das Herz schlägt auch wieder in einem ganz normalen Rhythmus. Bei der Visite konnten wir jetzt nicht genau gucken, ob vielleicht die Verletzungen, die Brandverletzungen, die Strommarken letztendlich überdeckt haben. Als wir uns dann aber nochmal die Verbände abgemacht haben und genau geguckt haben, konnten wir vermeintliche Strommarken entdecken, die uns dann letztendlich den letzten Hinweis gebracht haben, dass Herr Ott einen Stromschlag bekommen hat und deswegen hat das Herz nicht mitgespielt. Also dann von meiner Seite erstmal alles Gute. Ne? Ich bin hier, wenn irgendwas ist. Und erstmal jetzt soweit. Vielen Dank. Ja, gerne. Schön. Tschüss. Stefans Sohn und auch der zweite Patient haben ihre Stromunfälle glücklicherweise ohne Folgeschäden überstanden. Lennart geht fleißig seinem BWL-Studium nach und spielt mit dem Segen seines Vaters nebenbei weiterhin in seiner Band. Dagegen musste sich der Veranstalter des Festivals wegen der Sicherheitsmängel vor Gericht verantworten.